Was geht, heute testen wir 18 illegale und krasse Mythen in Fortnite in der neuen Season. Und eine davon war, können wir ein Rocket Ride mit dem Captain America Schild machen? Und was dann passiert ist, wirst du mir nicht glauben. Schreib mir unten in die Kommentare, welche Mythe du am krassesten fandest. Lass ein Like da, abonnier den Kanal, denn ab 982.000 Abonnenten zeige ich mich. Und trag meinen Creator-Code Praxis-YT im Itemshop ein. Okay, Freunde, die allererste Mythe, die wir jetzt testen, lautet nämlich, können wir zu Galactus, dem Bre, da hinten fliegen, wenn wir jetzt gleich rausspringen werden? Das will ich jetzt testen. Mit dabei ist der liebe Marius, der hilft mir nämlich bei den Mythen. Und ich würde sagen, ich warte, bis ich rausfliege, automatisch. So, und jetzt versuchen wir mal, zu Galactus hinzugelangen. Ich habe gehört, es gibt eine Möglichkeit, aber die zeige ich dir gleich. Aber zuerst müssen wir das Ganze hier probieren. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ich werde mein Bestes geben. So, und wir werden natürlich versuchen, rüber zu bauen, weil vielleicht kann man ja mit einem Auto sich reinglitschen. So, Galactus kommt immer näher und näher. Ich bin jetzt richtig gespannt. Werde ich jetzt einfach aufhören zu fliegen oder kann ich sein Gesicht anfassen? Oh, 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 ich glaube, das war's. Wartet mal. Komme ich näher oder nicht? Ich glaube, hier ist die Barriere. Hier, das war's. Kann ich rüberschwimmen? Okay, die Zone wird mir schon angezeigt. Die ist hinter Galactus. Aber ich versuche jetzt einmal nochmal kurz rüber zu schwimmen. Nein, es geht nicht. Ha, Galactus Bre, ich werde noch kommen, keine Sorge. Ich heiße nicht Braxis, weil ich Brax heiße, sondern weil ich Braxis bin. Wir versuchen uns jetzt hier einmal rüber zu bauen und mit dem Auto zu Galactus zu gelangen. Vielleicht glitschen wir ja durch. Das hat ja das ein oder andere Mal funktioniert in Fortnite. Mal gucken, ob es jetzt auch funktioniert. So, ich habe nicht genügend Materialien, glaube ich, bis da hinten. Aber Marius ist schon auf dem Weg. Ich habe ein Medkit, das heißt, das könnte funktionieren, wenn wir uns jetzt dran halten. Oh mein Gott, ich bin richtig aufgeregt, ob das jetzt klappen wird. So, jetzt habe ich Stein. Das sieht schon mal gut aus. Ich höre Marius schon. Wir müssen jetzt einmal hier rüber. Okay, ich habe jetzt gleich keine Metz mehr. So, Marius, ich würde sagen, ich nehme das Auto und du musst jetzt weiterbauen. Los, das müsste sogar reichen. Irgendwann müsste gleich Stopp sein. Ist Stopp, oder? Okay, jetzt muss ich rüberdüsen. Drei. Oh, hinter mir. Zwei. Eins. Und los geht's. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich bin zurückgeflogen. Nein. Vielleicht unter Wasser. Komm schon. Auto, gib nicht auf. Oh. Oha. Oha. Marius, ich bin durch. Ich bin tot. Was? Okay. Aber eine Möglichkeit gibt es noch, wie wir 100% zu Galactus kommen. Aber das zeige ich dir gleich. Deswegen schau unbedingt weiter. Oh mein Gott, Freunde. Eigentlich kommt man in der Wiederholung nicht so nah ran an Galactus wie ich gerade. Aber ich habe es doch geschafft. Und wenn du wissen willst, wie, dann bleib auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier. Wir gucken mal, ob wir rein in sein Auge gehen können. Ich will noch mal gucken, ob es irgendetwas in seinem Kopf gibt. Oh, so nah war, glaube ich, noch niemand an Galactus dran. Okay, wir sind jetzt an seinem Kopf angekommen. Ich muss jetzt mal ein bisschen höher fliegen. Hier ist anscheinend sein Auge. Was gibt's hier drin? Oh, hä? Jo, ich bin bei Galactus in seinem Kopf drin. Aber hier ist nichts. Okay, wartet mal. Wir müssen mal ein bisschen nach draußen gehen. Okay, sein Schädel. Ist irgendetwas unter Wasser? Das scheint nämlich so zu sein. Aber sobald ich... Wow. Yo, wie... Oh mein Gott. Was ist das denn hier unten? Ist das sein Körper? Okay, wir müssen da reinfliegen. Gibt es hier was drin? Wow, ich glaube, ich bin der erste Mensch, der in Galactus drin ist. Okay, warte mal, das hat sich falsch angehört. Alter, wie weit geht's hier nach unten? Tschüss, Leute, schaut euch das an. Ich bin echt gespannt, was passieren wird. Alter, wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie zu Galactus zu kommen. Denn in der normalen Wiederholung geht es nicht. Aber ich habe einen Weg gefunden. Ich habe es euch versprochen. Wir werden hautnah an Galactus sein. Warte mal, was denkt er sich eigentlich gerade? Hören wir mal kurz rein. Ich habe mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Okay. Das ist also sein Kopf. Wir müssen jetzt hier unbedingt rausfliegen. Das ist ja geisteswild. Die zweite Mythe lautet folgendermaßen. Bekommt man Fallschaden, wenn das Jetpack in der Luft leer geht. Das testen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich fliege jetzt einfach los. Das Jetpack hat schon gut Power. Okay, ich bin jetzt hier. Mehr geht anscheinend nicht. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Es ist schon bei der Hälfte angekommen. Oh mein Gott. Kriege ich Fallschaden? Ich gehe sogar hier. Kriege ich Fallschaden oder nicht? Was meint ihr? Drei, zwei, eins. Es ist leer.
Nein. Oha. Man kriegt keinen Fallschaden. Damit ist die Mythe richtig. Also man kriegt keinen Fallschaden. Die nächste Mythe lautet, kann man die Bosse bzw. einen Boss aus seinem Thron mit der Impulsgranate rauswerfen? Wir testen das in 3, 2, 1, go. Oha. Tschüss, es hat funktioniert. Hä, wo ist der hin? Wiederschauen und reingehauen. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Oh, ich muss hier weg. Die nächste Mythe lautet, können wir den Zug entgleisen mit dem Captain America Schild oder aufhalten? So, er ist schon gleich da. Ich würde sagen, ich werf mal rein. Oh, es hat nicht funktioniert. Okay, dann müssen wir reinlaufen. Oh, es hat nicht... Warte, warte, warte. Ich muss weiter nach vorne. So. Okay, jetzt. Komm doch, wenn du dich traust. Oh! Okay. Die Mythe ist widerlegt worden. Wir können den Zug immer noch nicht aufhalten. Ah, bleib stehen. Kommen wir zur nächsten Mythe. Ihr seht hier, ich habe gerade von Emma Frost die mythische Waffe. Und zwar die AUG. Und die nächste Mythe lautet, können wir diese Waffe eigentlich aufrüsten? Vielleicht hat Epic Games da ja was gemacht. Rüste, dieser Gegenstand ist nicht modifizierbar. Oh, schade. Damit funktioniert die Mythe natürlich nicht. Und sie wurde widerlegt. Was ich schon immer wissen wollte ist, damals konnten wir ja nicht so viele gepanzerte Wände mitnehmen. Hat das Epic Games geändert? Also lautet die Mythe, können wir mehr als 15 gepanzerte Wände mitnehmen? So, wir haben hier schon mal 2. Hier haben wir 2... Ich habe schon 15? Warte mal. Nein, es geht immer noch nur 15. Damit wurde diese Mythe auch widerlegt. Kommen wir direkt zu der nächsten Mythe. Und zwar, Marius, ich gebe dir jetzt diese Wände hier. Du baust einfach mal eine auf und ich versuche mit Captain America durchzukommen. Denn die nächste Mythe lautet, direkt kann man mit dem Captain America Schild durch die Metallwand laufen. So, 3, 2, 1, go! Und die macht nicht mal Schaden. Warte mal. Geht die aber durch? Das will ich jetzt mal testen. Nein. Was? Okay, das funktioniert auch nicht. Schade. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Mythe. Die nächste Mythe. Wenn wir das Jetpack benutzen, können wir uns in der Luft heilen, beziehungsweise auch Biggies trinken. Und wir testen auch gleich was richtig Cooles. Deswegen, wir probieren es einmal ganz kurz. Ich fliege jetzt in die Luft. Ich bleibe jetzt in der Luft. Kann ich den... Oh mein Gott, es geht. Ich kann in der Luft ein Biggie trinken? Okay, dann testen wir direkt die nächste Mythe. Während ich hier in der Luft bin, kann ich ein Emote machen, während ich fliege. Was? Ich kann Emotes machen? Jo, es geht! Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich Emotes in der Luft machen kann. Alter, stellt euch mal vor, ich bin in der Luft und mache einfach so einen Loser-Dance. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Oha, krass. Ihr wisst ja alle sicherlich, wenn wir mit dem Auto oder rüberlaufen, also durch dieses Ring hier, werden wir schneller und geboostet. Die nächste Mythe lautet, wird das Captain American Schild weiter fliegen, wenn wir es einfach hier durchwerfen oder nicht? In 3, 2, 1, go! Oha, es, nein, warte mal, nochmal. Okay, es passiert nichts. Ich glaube, es hat sogar dieselbe Reichweite. Ja, es hat dieselbe Reichweite. Okay, okay. Jetzt, was passiert, wenn ich rüberlaufe und es werfe? Yo, okay. Die Mythe wurde widerlegt. Es passiert natürlich nichts. Daran hat Epic Games auch gedacht. Sehr gut. Die nächste Mythe ist richtig spannend, denn sie lautet, kann man mit Captain Americas Schild einen Angriff vom Captain Americas Schild abwehren? Dafür steht Marius jetzt genau vor mir. Ich werfe jetzt auf dich. Du bist bereit? 3, 2, 1, Wurf! Oha, er konnte ihn abwehren. Mach mal du bei mir. Okay, jetzt müssen wir gleichzeitig werfen. Ziel genau in der Mitte auf meine Brust, okay? 3, 2, 1, Wurf! Oh, warte, ich muss ein bisschen nach links nochmal. 3, 2, 1, Wurf! Okay, 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 stopp, 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 stopp. Nochmal. 3, 2, 1, Wurf! Nein! Okay, wir können es auf jeden Fall abwehren, das ist korrekt. Aber wir können nicht gleichzeitig die Schilde treffen lassen. Das ist schade. Freunde, die nächste Mythe lautet, wenn ich Mystique Skin habe, kriege ich Dr. Dooms Vorher. Okay, wir müssen ihn jetzt erstmal erledigen. So, reicht, 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 reicht. Okay, ich habe ihn erledigt.
Er ist tot. Okay. Kriege ich jetzt Dr. Doom. Und... Oh mein Gott, es geht. Es geht. Ich bin Dr. Doom. Ich habe den Skin vor allen anderen. Oh, Junge, sei leise da oben. Die Mitte funktioniert einfach. Siehst du das? Knie nieder vor mir. Nein, Spaß, Mann, Spaß. Okay, die Mythe funktioniert. Es funktioniert also wirklich. Mit dem Mystique-Skin kriegen wir den Skin vorzeitig. Oh, das heißt, es kommt ein Video auf euch zu. Die nächste Mythe lautet, kann man mit den Fähigkeiten, also mit den mythischen Fähigkeiten von Doom, die Schildblase durchbrechen? Mach sie an. Okay, ich versuche es erstmal mit den normalen Schüssen. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Und jetzt diesen Powerschuss. Nein, es geht nicht. Die Mythe wurde widerlegt. Ratar, was sagst du dazu? Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal. Mit gar keinen Reden auch und so. Da der Zug nicht aufzuhalten war mit Captain America's Schild, probieren wir das Ganze mit Dr. Doom Fähigkeiten. In 3, 2, 1, bleib stehen. Okay, bleib stehen, bitte. Auch mit den Dooms Fähigkeiten funktioniert es leider nicht. Damit wurde diese Mythe auch widerlegt. Ich glaube nämlich, es geht mit keiner Fähigkeit. Dieser Zug ist unaufhaltsam. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Mythe. Die nächste Mythe lautet, krieg ich richtig viel Damage, wenn ich hier in das Lava reinspringe von Dr. Doom in Castle Doom? Oha, ich brenne. Oha, okay, ich krieg Damage. Okay, ich krieg Damage. Damit wurde die Mythe bestätigt. Ihr kriegt auf jeden Fall Damage, wenn ihr hier versucht reinzugehen. Okay, Freunde, stellt euch mal folgende Situation vor. Ein Gegner hat sich hier zugebaut und ihr habt Captain America's Schild. Aber das kommt ja immer wieder zu euch zurück. Kriegt der Gegner Schaden? Wenn du das jetzt in die Luft wirfst und dich genau hier drunter stellst, dann müsste das Schild ja durchkommen. Das heißt, wir testen das Ganze mal in 3, 2, 1, Wurf! Und jetzt schnell hier runter. Das ist auf jeden Fall durchgekommen. Warte mal, wir probieren es nochmal. Ich war, glaube ich, nicht genau mittig. Und jetzt genau hier stellen. Oh, er kriegt Schaden. Yo, das heißt, zuboxen wird nichts mehr bringen. Ich gehe wieder hier runter. Oh mein Gott, und dann ist er unten. Yo, das ist ja mega. Das heißt, die Mythe funktioniert. Die nächste Mythe, bevor wir zu einer der krassesten Mythen kommen, lautet nämlich, kann das Captain America Schild Dr. Dooms Fähigkeiten aufhalten? Komm, nimm die Schilde raus. Abwehrstellung. 3, 2, 1. Oha, es geht. Du kannst das echt aushalten. Die Mythe ist also wahr. Aber von hinten nicht, du Dummkopf. Gott. Hä? Warte mal, bleib mal so. Okay, so funktioniert das nicht. Okay. Ihr kennt ja sicherlich alle Rocket Ride mit dem Captain America Schild. Wollen wir jetzt testen, ob es einen Captain America Ride geben könnte. Das heißt, natürlich ist ja jetzt mein Gegner, wird Schaden kassieren, aber ich muss versuchen, irgendwie hier unter ihm das Schild zu werfen und er muss dann einfach fliegen können. Boah, wenn das jetzt funktioniert, wäre das richtig episch. Ich brauche jetzt epische Musik. 3, 2, 1. Okay, warte mal, das war zu hoch. Warte, 3, 2, 1. Okay, es funktioniert nicht. Aber vielleicht, wenn du mein Partner wärst, hätte es funktioniert. Leute, testet das Ganze aus und jetzt zeige ich dir die anderen Videos. Checkt sie gerne ab, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr krassere Mythen kennt, dann schreibt sie mir jetzt unten in die Kommentare und ich versuche sie das nächste Mal zu testen. Ja, Kuss, Kuss, Muss, Tschüss.